Maske. Und Chixi, ich bin ein bisschen hinter den Mobilbesitzer hingekommen. Abgebaut. Dann besser. Ach du Scheiße, da hinten ist Nebel. Wie aus den Erzählungen. Das sind wir richtig. Das ist wirklich schon eine gute Idee, Nebel reinzufahren. Das wirkt mir jetzt nicht so vertraulich. Nein, so ganz. Hast du Angst? Vertraulich ist das Ganze hier nicht. Bisschen. Ja. Augen zu, Arsch und Treffen und durch. Ich hab mal geschaut, wie ich zu den Toren des Abalons gehe. Das ist du jetzt auch. Scheiße, ich hör Wölfe. Ich möchte eigentlich nur gerne bei der Apotheke. Und irgendwelche Chips aus Köpfen rausschnippeln. Aber jetzt irgendwie so eine Geisterjagd. Ach so, und irgendwelche Chips. Sag mal, habt ihr gerade die Krähen gehört? Seit wann sind Krähen nachts wach? Hier ist alles möglich. Überall. Nicht ihre Augen gucken, kann durch Augen gucken. Ach du Scheiße, Gott sei Dank habe ich die Avocado mitgenommen. Wir sollten hier mal hoch hinten. Hast du mich blöd, ja? Ah, perfekt. Hier mitgenommen. Gar keinen. Fängt der Nebel an, dichter zu werden. Bum, bum. Nee, willst du nicht, ich habe 6 Magazine mit, ich werde ein paar abgeben, notfalls. Meinst du, ich gehe ohne Munition außer Haustür? Das kann durchaus sein, oder? Nee. Ich denke nicht. Da hinten ist ein inneres Licht. So ein Baum. Wir sollten hier parken. Hier parken. Ja. Muss ich aussteigen? Ticks mit dem Bumsstock zurück. Kann ich drin warten? Nein, nein, du kommst mit. Tim, das ist keine Idee, dann hier allein hier zu warten. Also ich würde dann lieber mit der Gruppe mitgehen. Ich gebe Tix ihre Sachen, ne? Ja klar, logisch. Gehört? Schrei, lauter Schrei, von dort. Was für ein Schrei? Männlich, weiblich? Wie tot, wie kalter Tod. Tix, guck mal. So, sehe ich auch das Leuchten da hinten, oder bin ich... Du siehst die Scheiße, ja. Ja. Wann leuchten Bäume? Hier ist spooky Gegend, Mann. Das ist nicht nur spooky, das ist stimmt, paranormal. Aus dem Metall in den Bäumen. Schwarzes Licht. Wir atmen Masken auf, das weiß ich, was so eure Scheiße in der Luft ist. Hey, lass kurz hier vorne sammeln. Ja, yes, moin moin. Was geht ab? Eisenhaupt, Mann, mein Lieber, was geht ab? Alles gut? Ich weiß nicht, was da hinten für eine Scheiße ist. Ich höre überall Wölfe auf jeden Fall. Wir sollten die Waffen, denke ich, besser in den Anschlag nehmen, aber die Taschenlampen auslassen. Nicht, dass direkt jemand sieht, dass wir kommen. Auge, fliegendes Auge. Fliegendes Auge? Fleischauge. Sieht alles, weiß alles, überall. Okay. Bleib dich zusammen, ja? Und das bei Vollmond, Leute. Was für ein Vollmond? Läuft, kacke. Oh, das sieht nicht gut aus hier. Ich habe so einen Nebel noch nie gesehen. Keiner hat so einen Nebel schon mal gesehen, glaube ich. Also wir können ja immer noch umkehren. Wir können jetzt nicht sagen, okay, wir haben genug gesehen, wir haben für Nebel den Wald gesehen, wir haben vielleicht den Baum gesehen und kehren einfach um und gehen wieder zurück. Das hättet ab. Ja. Wenn du Leute Chip aus dem Kopf reinschnellst, dann müsstest du zu schlimmeren Orten erzählen. Du weißt doch, wie die im Horrorfilm, der Letzte in der Reihe verschwindet zuerst. Charles, wie geht's dir? Hey, alles gut. Und in der Mitte? Thanks for your follow. Er ist zu Wirtmeister geschnappt und gefressen. Soll ich mich nur fangen? Ich hab die Avocado mit dabei. Wie zünde ich vorher, bevor ich gefressen werde, weil ich nicht mehr habe. Glaubt die Scheiße stimmt, die ihr erzählt wurde. Ist das nicht eigentlich zu früh für, du weißt schon? Schöner
Ach du Scheiße, was ist das? Da war gerade so ein langes Schreien. Hast du das auch gehört? Es sterben sogar die Wölfe. Da hinten, in Tränen aufgeschreckt. Das Heulen. Super. Das von hier. Das geht nachts in den Wald. Wenn Pix stirbt durch Bones. Pix bringt Bones um. Ja, genau. Wer geht denn als erstes auf das Grundstück? Weißt du, da ist wieder. Lauter Schreien. Auf Maschine. Ich war in diesem scheiß Ort noch nie. Was ist das hier? Hey, hört ihr das? Ja. Ich höre irgend so ein Schrei. Schrei von dort. Schrei von dort. Scheint ziemlich verlassen zu sein, hm? Wo kommen denn die Kerzen? Hinter, hinter uns auch. Alter, guck mal in den Baum, die Kerzen. Ja, die sich verlassen, die sollen hier herkommen. Ey, das ist nicht normal hier, Leute. Nein, das ist nicht normal. Und diese Sounds kommen auch von überall, ich sehe aber nichts. Maschine. Maschine macht Geräusche. Vielleicht verstecken Büschen und Bäume. Vielleicht läuft hier auch irgendwo einer rum, Leute, passt auf. Sobald einer so ein helles Licht sieht, sagt er Bescheid, Alter. Wow! Oh mein das? Gott! Da hat sich was bewegt. Danke, mein Herz. Tix! Alter! Da hat sich was bewegt. Drück nicht mehr. Du kannst nicht einfach Leute erschießen, okay, Tix? Nicht erschießen. Wissen nicht, wer hier ist. Sag mal, seit wann gibt es Büffel hier? Soll man finden, gleich der Böse werden? Keine Ahnung. Alter, was ist das denn? Oh Gott, Alter, diese Stimme. Viel zu große Büffel. Ich spiel mal ein bisschen ab. Was ist da in dem. Der kleinen Hütte drin? Das werden wir gleich rausfinden. Fängt nicht auf den Brunnen, Leute. Dahinter was? Gesichter. Was? Gesichter? Wo? Ich mach auf und ihr geht rein. Ich hab. Vielen Dank. Habt ihr noch gar nicht eine Flashback oder? Ja, ich hab. Was davor werfen. Sag mal. Ich hab eine Flare in der Tasche. Ganz kurz. Hinter dem Haus sind Licht. Ey! Oh, oh shit. Da steht wer, da steht wer, da steht wer! Da steht da wer. Da sitzt Eike. Einer. Matschspinne. Da. Das sieht sehr. Dort aus. Was macht der denn da? Scheiße. Monster! Monster! Ach du Scheiße. Hier wohnt irgendein Dreckspsychopath. Keine Ahnung. Wer will reingehen? Ich war da schon mal drin. Ich lasse euch den Vortritt. Du warst hier schon mal? Warten. Matschbille. Du warnst uns nicht, was hier los ist. Aber ich hoffe, tags. Nein. Will ich schießen? Warum nicht? Matschbille. Warte, wir schießen. Oh Gott, der eklig. Ach du heilige Scheiße. Er ist auf deiner Ecke. Oh mein Gott. Was haben die denn denn angetan? Hier geht irgendein Voodoo-Scheiß. Der hat irgendwas am Hals. Guck mal, versucht er sich zu befreien oder was macht er da? Keine Ahnung. Leuchtet doch mit der Taschenlampe. Will dem nicht zu nahe treten. Der Tischstein nicht zu lange an. Oh mein Gott. Sag mal, was ist mit dem hier? Hey, hier hat irgendein Psychopath ne... Oh mein Gott, ich kotze gleich. Fleischpuppe. Alter, hört ihr das? Oh mein Gott. Das riecht aber nicht angenehm hier aus der Hütte. Oh Gott, das
Oh Gott. Verdammt. Ist hier drunter noch irgendein Keller? Hinterm Haus gucken, glaube ich. Hinterm Haus ist nur so ein Voodoo-Scheiß. Gräber. Mit Kerzen und. Sag mal, was ist mit dir los? Der denkt, wie der dich anguckt, der will was von dir, ohne Scheiß. Leni, warst du nicht mit, wo wir hier waren? Ja, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, dass. Irgendein schwarze Magie-Scheiß, oder? Dass ein Typen gesessen hat. Wenn er den lang genug anschaut. Selbst ein glühendes Feuer habe ich ewig nicht gesehen. Guck mal, es hört gar nicht auf und da vorne der. Ja, das hat er gerade mit Bones gemacht. Oder. Sackstein, nicht zu lange. Der ist noch nicht lange weg, der hier wohnt. Der Typ hat keine Augen mehr. Vielleicht stimmt die Scheiße doch, die Tex erzählt. Sehen durch Augen, nicht deine Augen. Können sehen. Ja, verdammt, was ist hier verdammt los? Leute, hier liegen einige Schwerter, Messer. Hier liegt ein Beil, alles. Hier, es geht irgendeine kranke Scheiße ab. Nichts zum Sitzieren. Oh. Ja, dann kommt mein Gott. Die Hütte, Alter. Augen im Glas. Hier sind Augen. Augen im Glas. Ja. Sag mal, warum hängt der hier? Doc? Warum sollte man sowas aufhängen? Ja. Der Abfahrt hier, muss man auf der Rückseite gehen, Mann. Im Schnee. Das ist ein sehr interessanter Einrichtungsstil. So kann man es auch sagen. Das stinkt wie Hölle hier drin, Mann. Verdammt, was geht denn hier ab? Ist das das, was ich denke? Eine Voodoo-Puppe? Eine Voodoo-Puppe. Ja. Da vorne ist noch ein größerer. Da hängt sogar noch ein Püffelkopf oben dran. Warte mal, wenn hier die Voodoo-Puppe ist, ist das da drin jemand, der umgebracht wurde und auch als Voodoo-Puppe aufgebaut wurde? Vielleicht ist das nicht wahrscheinlich. Die Voodoo-Puppe funktioniert nur, wenn du Besitz von Gegnern hast. Haar, irgendwas, sonst Voodoo-Puppe wert muss. Gib doch mal ein Haar, dann testen wir das eben. Die Glut ist hier noch ziemlich frisch. Die Glut ist gut. Was ist das für eine? Oh mein Gott. Klar! Brech nur das Holz kaputt! Nee, ich wollte gucken, aber die selbst die Maden sehen nicht normal aus. Die sind mutierte Maden. Okay, liegt hier irgendwo was rum? Ist hier irgendwas vergraben? Hey, Leni. Das Rätsel. Sind wir noch alle da? Ja, sieben Mann ging rein und nein, aber noch da. Das Blut. Kalt. Trocken. Tropfendes Blut. Die sind alle da drin aufgehangen. Fleischmenschen. Mir eben auch schon eingefallen, als wir da rein sind. Fleischmenschen. Oh Gott. Hey Clippix, danke, danke für dein Follow. Cowboy, danke auch für dein Follow. Verdammte Scheiße. Oh, selbst der Brunnen ist voller Blut getränkt, ey. Wer weiß, was da unten drin ist. Was wir da reingekippt haben, ne? Wahrscheinlich kippen wir in die Reste rein. Ja. Wird einer einen Schluck? Ist hier irgendwelche Hinweise gefunden? Gar nichts. Steht hier irgendwo was dran? Das ist ekelhaft, Mann. Geräusch kommt von hier. Hauptsache die erwischen. Hast du das Knacken gerade gehört? Ja. Oh mein Gott, das. Richtig.
Maschine hier, Maschine hier macht Geräusche. Sag mal. Oh mein fucking Gott, ich will hier raus. What the fuck, geht ja. Meinst du, man kann... Ah, okay. Das ist kranker Scheiß. Ich habe schon viel kranke Scheiß hier gesehen, aber das ist kranker Scheiß. Meinst du, du kriegst den WCO raus? Tix? Ja, natürlich. Tix? Kriegst du. Moment, wir können sie fragen. Nochmal. Wolltest du, dass ich das sage? Ja. Wenn nicht jetzt, wo sonst? Sicher? 100%. 99113. Bonnycover. Fast draußen. Fast draußen. Schön rot. Chip, hier, Chip, Chip. Nein, passiert nichts. Scheiße. Sie verhält sich auch seit den letzten Tagen anders. Doktor? 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 Stimme wird lauter. Sag nochmal die Zahlen. 99113. Muss ich denn immer von euch unflätigen Wegelanden gestört werden? Doktor. Ja, 99111. Sprich dich aus, aber mach schnell. Kornikova, was hat es mit diesem Ort an sich? Unterbewusste Indoktrination. Unterbewusste was? Sagt jemanden etwas befehlen, von dem man nicht weiß, dass er es machen will. Man zwingt ihn durch einen einfachen Befehl, etwas zu tun, wie ein Schläferagent, nur dass die Person wissen, wie er möglich ist, aber es wird nicht. Wollen Sie eine Kostprobe haben? Inwiefern? Wir fangen 99-10-11, Codename Cromwell, Indoktrinationsprogramm starten. Richten Sie Ihre Waffe auf die Frau. Na, spüren Sie, wie Ihre Hand schon zittert und zuckt. Ziehen Sie auf das die ist Frau, auf Ihren Kopf. Tun Sie es. Das ist ein Befehl. Oder die Doktorin. Alter, ist das dein fucking Ernst jetzt hier? Er kann nicht. Verdammt. Er ist so programmiert. Dog. Alle Gefangenen haben einen solchen Befehl. Leute, ich hab Dog. Eine Waffe an. Ja, ich weiß. Hör ich auf weiß. Mit der Scheiße, Doc. Nimm die Waffe runter, 99-10, Aufhebungsprotokoll, Siebert. Ich hab ihn im Visi. Ihr Mann seid so entzückend. Ihr denkt, ja? Du arrogantes, dreckiges Miststück, ja? Ist das genau dein Ding? Ja. Dachtet ihr wirklich, wir schlatzen euch nur ein bisschen ein, damit wir uns unter Kontrolle halten? Unterbewusste Indoktrination war das alles. Wirklich unter Kontrolle zu halten. Ja, Gott spielen, ja? Genau euer Ding. Was ist mit Renegade? Was ist mit Renegade? Dachtet ihr wirklich, wir lassen ein paar Amateure euch klauen? Unsere Versuchskaninchen? Dachtet ihr, das lassen wir wirklich zu? So einfach? Wenn wir wollen, können wir einfach dafür sorgen, dass ihr euch gegenseitig umbringt. Wir können jeden von euch zu dem machen, was er ist. Also meine Vermutung richtig. Ihr kranken Nestschweine.
Und selbst wenn Renegade euch befreit, sollen sie doch. Ein einziger Befehl und ihr knallt eure eigenen Befreier ab wie Tiere. Und wir können dafür sorgen, dass alles, was ihr seid, weg ist. Warum solltet ihr das tun? Wir sind das laufende Rad. Ihr seid nur Tiere, Spielzeuge in einem Spiel, das ihr nicht versteht. Aber ich kann hier schon mal ein wenig für die nächste Staffel spoilern. Ihr werdet nicht glauben, was euch erwartet, wenn Projekt Goliath anfängt. Was hat es auf sich mit Projekt Goliath? Sie kennen doch jetzt ihre Matschbirnen, oder? Wie sie diese unpräzise Person, mein zweites Ich, so treffend nennt. Stellen Sie sich das einmal mal 3 vor. Oder mal 10. Gepanzert, bewaffnet. Und mit dem Willen, sie ganz leicht zu zerfleischen. Also noch mehr von der Scheiße, ja? Nicht noch mehr. Besser, tödlicher. Das Publikum hat Blut geleckt. Was ist mit ihrem Kreuzzug? Was würde im Konflikt stehen? Was ist mit den Investoren? Warum sollte man das tun? Ich könnte entkommen, aber dieses Ticks oder wie dieses Biest heißt, diese dämliche Kreatur, einfach nicht willens, mir zuzuhören. Einfach peinlich. Nein, genau richtig. Solche kranken Schweine, wie dieses dreckige Backup. Ja? Wir werden einen Weg finden, um das zu löschen. Ich frage Sie, Gefangener 99-10-11. Haben Sie sich denn schon mal gefragt, ob alles, was Sie jemals erlebt haben, echt war? Eine Simulation ist, dass Sie von Anfang an nur ein Klon waren, den wir programmiert haben, dass die Gerüchte von Renegade ein Witz waren. Haben Sie sich das gefragt? Ja, in der Tat. Oft diese Frage gestellt, ob das hier alles echt ist. Oder alles nur ein Spiel. Das könnte ich Ihnen sagen, aber ich glaube, ich überlasse Sie. Scheiße. Böse. Kopf tut weh. Tix, alles ist okay, Tix. Tix, alles ist gut. Okay? Rot, Blut, Schneide, alles gut, Tix, alles gut. Doc, ist irgendwie Beruhigungspillen für Tix? Tabletten nicht, aber starken Fusel. Ja, hau hier einen Schluck raus. Ja. Ein Schluck. Lass mich kurz. Okay. Scheiße. Hey, was ist das für eine kranke Nummer bei uns? Ich hab keine Ahnung, was das für eine kranke Scheiße ist, Mann. Jetzt kennt ihr Kornikorber. Ihr wisst Bescheid, was mit Kornikorber ist. Ja, die kennt so einige Nummern. Die hat auch von einem Spion gesprochen. Ich kenn sie hoffentlich nicht, Mann. Ich glaub schon. Nee, meine kennt sie nicht. Ich hab keine Nummer. Sie hat von einem Spion gesprochen. Sie hat auch von anderen noch gesprochen. 3 Nummern hat sie gesagt. Und wenn diese 3 Nummern in der richtigen Reihenfolge genannt werden und irgendwo eingesetzt werden, dann haben wir einen scheiß EMP. EMP? Du meinst, dann haben wir ein mega Problem. Richtig. Genau, EMP. Extraorbitantes Megaproblem. Ja. Aber was ist das Projekt Goliath von uns? Ich glaube, das ist das Problem. Ich weiß, dass das nicht die richtige Bezeichnung ist, aber wir haben ein fucking Megaproblem da. Wir haben jetzt schon ein Megaproblem, Alter. Hört sich nach Mutation an, Mann. Nein, Goliath ist ein Programm. Davon hat sie erzählt. Du weißt schon, was Goliath war, ne? Ja. Eine Erwähnung in der Bibel und ausgestorbene Menschenart. Ja, aber wenn Goliath startet, dieses Miststück, was in Tix drin ist, diese Kornikova. Diese arrogante, dreckige, mit diesem Riesenego. Diejenige ist mit einer der Ärzte, die Scheiße in unseren Kopf eingepflanzt hat. Aber vielleicht tarnt sie sich auch nur mit Tix, Mann. Ich will hier nicht mehr spekulieren. So viel Scheiße wie sie, so viel Fachwissen, was sie da raushaut. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Willst du das Risiko eingehen? Ich nicht, Mann. Wo ist Leni? Leni. Lass uns hier von dem kranken Ort weg. Wo ist Leni, Mann? Hat die Leni eben allein drin gelassen? Leni? Geht's dir gut? Hörst du mich?
Leni, bitte komm. Scheiße, sie geht nicht ran. Am besten bleiben wir jetzt alle zusammen, wenn du schon wieder weg bist. Guckt, wo Tix ist. Waffe, ich bin weg. Leni. Bei uns, ich halt Scheiße, sie hat gerade gesagt, Waffe, ich bin weg. Sie ist nicht mehr auf dem Handy. Du weißt, das hatten wir schon mal durchgemacht. Du weißt ganz genau, wie scheiße hier passiert ist. Nicht, dass sie sich wieder in den Chip ziehen möchte. Keine Ahnung. Dieses kranke... Fuck. Fische Kornikova. Sucht sie. Scheiße. War doch eben noch in der Hütte, Mann. Sie hat gerade am Telefon gesagt. Waffe am Kopf oder irgendwas mit Waffe und dann war sie weg. Keine Ahnung, sie ist Waffe abgehauen. Am Kopf. Geht sie gut überhaupt noch? Nein, scheiße, sie ist hier irgendwo in dieser fucking Prärie hier. Keine Ahnung, wo sie ist. Fuck, Mann. Einer sollte an den Autos bleiben. Scheiße, Mann, sie hat irgendwas erzählt mit Waffen und so weiter. Keine Ahnung. Und hat dann einfach das Handy aufgelegt. Sie ist nicht mehr. Lass mich schauen. Nein, sie ist nicht mehr da. Fuck! Die Scheiße hat mir schon mal durchgemacht, das weißt du ganz genau. Sie ist einfach abgehauen. Keine Ahnung, Mann, sie kann hier draußen drauf gehen. Hier sind gefühlte minus 5 Grad. Und ob das Scheiße, minus 10, keine Ahnung, sie ist... Du bist kompliziert suchen mit den Fahrzeugen, einer muss ein Fahrzeug rumfahren. Ich bin das zu Fuß nicht absuchen. Niemals, ja, niemals. Einer die Mauer links, einer die Mauer rechts hoch, keine Ahnung. Ja, müssen wir. Vielleicht ist sie irgendwo in dem nächsten Dorf. Weißt du, wie groß das Gebiet hier oben ist? Keine Ahnung, ich habe keine Karte, aber es scheint ziemlich groß zu sein. Vor allem bei Nebel bei Nacht. Voller Wölfe und Weißhorn. Ja. Und irgendwelche Voodoo-Scheiße plus... Richtige Scheiße. Kornikova oder weiß ich was. Komm, Tix. Ist alles okay? Wo ist der? Was ist das alles für abgedrehte Geräusche hier? Wo ist der Rest? Wo ist denn der Doc und Blade? Ist das deren scheiß Ernst, hier rauszulaufen alleine? Ich glaube, die wollten nochmal im Haus gucken, wie ich das mitgekriegt habe. Hier geht so viel kranker Scheiß ab, Mann. Im Besuch von einem Hirsch, ey. Schön, Frau. Was schön, Frau. In die Richtung kann es schon mal nicht gegangen sein. Der wäre sonst abgehauen, der da unten steht. Wo? Direkt vor uns ist ein Hirsch. Wo? Der direkt vor uns, wie wo? 50, 100 Meter. Text 12 Uhr. Das ist in die Richtung, kann es nicht abgehauen sein. Die sind sonst sehr scheu. Das heißt, ich kann nur rechts oder links die Mauer hoch. Lecker Fleisch, Blade, wo seid ihr? Bitte komm. Ich bin am Haus. Alles klar, okay. Komm zurück zu dem Wagen. Keine Ahnung, wo sie ist. Wir haben keine Spuren gesehen, gar nichts. Sie kann überall sein. Wir fahren jetzt mal die Mauer links und rechts ab und hoffen, dass wir sie finden. Sie geht hier auf jeden Fall drauf, hier draußen. Weg.
dir. Mhm. Vielleicht Leni auch. Mhm. What the fuck, Chat? Was ist da los? Okay, wo könnte sie hin sein? Ja. Lass uns los. Wer fährt Osten, wer fährt Westen ab? Wo soll ich mitfahren? Ich fahr bei mir mit. Okay. Ich steig hinten rein. Wieder böse und tut dir was an. Mhm. Dreh mal bitte mal die Heizung auf, es ist verdammt arschkalt geworden. Ja. Ich hör was. Wie, du hörst was? Ich hör mal jemand bei uns rufen. Was? Auf meinem Empfang. Was? Ich hör Deni Bones, hörst du das nicht? Wie, hörst du das nicht? Wo? Was? Ich hör keine Stimmen. Auf dein Telefon, verdammt. Ja. Leni. Ja, es ist so schwer zu sagen. Verdammt. Hallo? Bones? Leni, wo bist du? Ich bin irgendwie hier an so einem Bunker oder sowas. Hier laufen diese Blechbosen drum. Leni? Wo bist du lang gelaufen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich keinen Plan, wo ich bin. Leni, bleib einfach da, wo du bist, okay? Ja? Leni, kannst du ein Feuer dort machen, wo du bist? Ja. Okay, mach ein Feuer dort, okay? Und bleib am Feuer, ja? Zieh dich warm an. Willkommen zu dir. Ich hoffe, die zwei Männer sind weg. Was für Männer, Leni? Leni? Na, die mich eben mitgenommen haben. Ja, keine... Ja, wir hoffen auch, Leni. Wir hoffen auch. Wir sind gleich bei dir, okay? Mach's dir gemütlich, ja, okay? Ja, bis dann, Leni. Bis... Verdammte Scheiße, Leute! Keine Ahnung, sie hat gesagt, irgendwo sind Blechbüchsen und alles. Irgendwo muss hier ein Bunker sein. Mit irgendwelchen Scheiß-Mechs. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sagt, zwei Männer hat sie mitgenommen. Oder zwei Männer haben sie mitgenommen. Keine Ahnung, sie macht auf jeden Fall ein Feuer an. Wir dürfen es auf jeden Fall finden. Steig mal von mir ein. Einer nach Westen, einer nach Osten. Scheiße. Wo ist Samuel? Im anderen Wagen. Okay.
Lärm. Wo soll denn hier ein scheiß Bunker sein? Mann, die ist völlig durch. Zwei Männer haben sie mitgenommen. Die Scheiße war eindeutig zu viel für sie. Scheiße einbildet. Die klang gerade völlig verstört. Komplett zerstört schon fast. Was geht hier, what the fuck geht hier eigentlich ab? Dann Lichter. Ja. Das scheint aber ein Dorf zu sein, glaube ich. Late. Wir sind an einem Dorf angekommen. Da ist kein Bunker bei uns. Hier ist auch kein Bunker. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg hier. Ich bin auf einer Straße. Was bin? Auf einer Straße. Bist du in einem... Ich sehe linke Seite Bunker und rechts sind zwei Holzhütten. Bei C2 bei uns. Check. Osten ist, glaube ich, eine Mauer und Norden ist eine Mauer. Die zwei, den großen. Die haben sie wieder hingekriegt. Sie sagt, Osten ist eine Mauer und Norden ist eine Mauer. Sie ist auf jeden Fall in den Osten gerannt. Ja, ich bin gerade frei. Da ist einer. Mega. Wir sind auch wieder auf der Hauptstraße. Wir fahren jetzt den Weg zurück, over. Richtung Süden, hier muss der Bunker sein. Ah, hier ist vor uns gewesen. Das ist die Stadt. Bist du gerade in... Ich bin in den Westen gefahren. Das kann nicht die Stadt sein, das ist eine andere Stadt. Wir sind bei Boja gekommen. Wir fahren jetzt wieder in den Nebel. Ich habe zwei Fackeln. Soll ich eine Fackel zünden? Zünde eine Fackel, ja. Jack. Ich hab sie, wir haben sie. Alles klar, Jack. Wir folgen der Hauptstraße. Stopp, Leni, stopp. Leni, stopp. Hier sind's. Scheiße. Vor uns, wir haben sie. Verdammt. Puh, das war knapp. Die scheiß Straße hat mitten zu einer Wand geführt. Scheiße. Gut bei dir, Mäuschen. Hey. Schwester, beruhig dich. Und wir brauchen mal den Doc hier. Leni, komm runter. Der Doc ist bei dir. Der Doc sitzt in deinem scheiß Auto. Das soll er machen. Beruhig dich mal, Doc. Ist sie verletzt? Geht's ihr gut? Blutet sie irgendwo? Wo sind zwei Männer?
Die sagt, da sind irgendwo zwei Männer. Ich sehe keine Männer. War hier noch eine Straße, sagst du, Alex? Ja, wenn ich entweder bin ich gleich, dann lege ich sie links rum. Links von uns gleich kommen. Du musst den Feldweg lernen. Komm hier in die Hütte. Check die Hütte kurz. Da war er. Kommt hier rein, ist auch ein Stuhl. Lili? Warte. Ich komm gleich wieder. Wir fahren gerade Richtung Prigoje. Wir sind hier unten, Bums. Was heißt da unten? Ich sehe dich. Ja, schön, dass du mich siehst. Gib mir eine scheiß Angabe. Osten. Du bist nördlich von mir, wenn ich nördlich dich sehe. Ich leuchte mal mit dem Wagen in deine Richtung. Eine Maßnahme. Ich mach das Licht aus. Seht ihr irgendwo ein Licht? Nee. Wir sehen nichts. Jetzt. Ich leuchte genau in deine Richtung. Ich sehe gar nichts. Hast du irgendwie eine Signalpistole dabei? Du musst Richtung Süden gucken. Ich habe keinen scheiß fucking Kompass. Kann einer kurz einen Kompass auspacken? Ich soll Richtung Süden gucken, sagt er. Richtung Süden? Ja, warte. Blechmaschinen, okay. Wieso bist du eigentlich schon wieder draußen? Du sollst im Haus bleiben. Aber 180 Grad drehen. Ja, dann steig ein, dann fahren wir nach Prigoje. Komm, steig ein. Jetzt gucken wir nach Süden. Alles klar, wir treffen uns in Prigoje. Perfekt. Einsteigen. Wahnsinn. Auch wieder ausgebildete Leute. Wir haben hier draußen noch im Schnee zu kämpfen. Komm gleich an, over. Ich nehme das Haus hier. What the fuck, Chat? Es geht eine Scheiße ab. Was für Typen? Wir fahren gerade in Prigoje rein. Wo seid ihr hier? Hier vorne. Fahr weiter. Fährst direkt auf mich zu. Wenn er weiter solche Angaben macht, dann wollte ich den gleich verprügeln. Alles klar. Oh, verdammt! Nicht. Alex, pass auf! Komm noch mehr. Matt spüren. Okay. Leni, bist du noch im Supermarkt, ja, ne? Bräuchte sind sehr nice, ja. Sehr gut. Ich sitze hier noch. Thank you.
Schiffer. Schiffer. Doc? Ja? Wie ist Ihr Zustand? Wie Ihr Zustand ist? Wir kommen noch nicht dazu. Sicher nicht. Okay. Wird zu sein, aber ansonsten. Hey, ist alles gut? Alles gut? X ist gut. Lenny? Ich will dir nichts Schlechtes. Ja, das weiß ich, deswegen hältst du mir eine Waffe am Kopf. Lenny? Das war nicht Bums. Das war nicht ich in dem Moment. Das war die Programmierung. Bleib bei mir, Mann. Ich hab keine Programmierung. Nee. Was? Du schießt auch auf Menschen. Ich schieße auf keinen. Nee, nee. Ich sehe mir doch zu, dass ich mir alle wach. Ich will dir nichts Böses. Okay? Das habe ich gerade gesehen. Lenny? Ja. Könntest du das Katana Nein, wegstecken? Kann ich nicht. Lenny? Oh. Hinter dir. Lenny? Leg doch einfach das Katana weg, okay? Sehr gut. Vorsicht, hier läuft eine Gruppe Beißer. Immer noch PP. Erstmal Doc. Wir beruhigen uns erstmal alle. Ja. Komm her, Digga, hin. Check, was bei ihr los ist. Verdammt. Am besten nehmen Sie es mal die Waffen und beruhigen uns, weil wenn ihr jetzt mit Waffen rumläuft, das. Ich hab keine Waffe. Ich hab eine Taschenlampe. Dann lassen wir es mal den, die mal PP machen und dann schauen wir mal weiter, okay? Ja, klar, natürlich. Ja, klar. Ganz am Rad. Gib mir mal irgendeine Beruhigungsspritze oder so eine Scheiße. Weil ich nur was für Typen. What the fuck? Wie schnell war die denn eigentlich hier? Alter Schwede. Obwohl, vielleicht ist der Weg gar nicht so weit, wenn du hier runter rennst. Ich mit einfach straight nachts durch diesen. durch diesen fucking Wald. Okay, der hat das Magazin hier reingelegt. Alles klar, check. Weil ich dachte, ich hätte schon wieder die Waffe verloren, weil der legt das Magazin. Ja, ist auch so ein bisschen. Taktische Holster-Decks. Decks, sag ich schon. Devs. Wir brauchen taktische Holster, die ja schon lange, lange drin waren. Sorry, aber jetzt immer noch nicht drin sind. Konntest du schon spawnen, konntest du nie nutzen. Und dann bringen die mir hier den Wild West-Style. Uns konntest du nichts machen, als sie die Nummer gesagt hat, Mann. Hast du denn total die Kontrolle über deinen Körper verloren oder was? Ja, komplett. Aber du wusstest noch, dass du es tust oder was? Ja. Das ist natürlich mega übel. Wie damals, die Scheiße ist schon mal passiert. Echt? Ja, die Scheiße ist damals schon mal passiert. Dann sollte man diese Frau eigentlich hier in Gewahrsam nehmen. Ja, vielleicht. Ich meine, wir haben ja Zellen in Sagoje, da können wir sie füttern und aufbefahren. Das große Problem, es ist. Tix ist unsere. Ich glaube, Tix ist unsere. Fahrkarte nach draußen oder was? Vielleicht auch das, aber vielleicht unsere Rettung, dieses arrogante Miststück da drin zu löschen. Kornikova ist ein Backup. Wie Kornikova gesagt hat.
Meinst du es anders? Meinst du so rum wird ein Schuh drauf? Wahrscheinlich. Wir müssen hier weg. Wir kennen das Gebiet nicht, wir haben eine unbekannte Feinde, das macht keinen Sinn. Wir sollten sichere Gefilde fahren. Wir können das alles nicht mit durchgehen. Einem darüber rede, ne? Dann ist das ein Ding zwischen Bones und Samu und mir. Sonst rede ich hier mit gar keinem. Ja? Also wir müssen hier dringend weg. Wir können hier nicht rumstehen und weiter rum. Wir kennen die Feindanzahl nicht. Wir sind hier offen, wir kennen das Gelände nicht und es ist kalt. Ich kenne das Gelände, aber du hast recht, wir kennen die Feindanzahl nicht. Wir müssen weg. Wir sind hier. Wenn diese zwei Typen da sind, sind vielleicht noch mehr da. Wenn sie überhaupt existieren. Ja, das weißt du ja nicht. Unbekannt. Genau. Wir müssen hier weg, dringend. Dann lass fahren. Oder so. Weg, bloß weg. Das bringt dir nichts, warum zu stehen, wo wir diskutieren über irgendeine Scheiße, die passiert. Das ist halt einfach hier. What the fuck? Seid fucking sorry, Leute, mit dem Steam. Normalerweise.